bitte vor die Kamera gehen? Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Ich bin zurück, der junge Zocker ist wieder da mit coolen Commentaries. Ich bin total gut gelaunt, ihr hört schon an meiner Stimme und so. Ey, yo, moin moin. Ja, was ich hier wieder lese, ist der Knaller. Der Knaller. Du bist der beste YouTuber. Ich feiere deine YouTube-Videos und deine GTA-Videos. Ja, finde ich richtig geil. Ihr seid echt die Besten, Alter. Ihr seid so geil. Ihr seid so geil. Und jetzt bin ich gestorben. Ich wollte einfach mal mein ganz großes Lob an euch da lassen, dass ihr mich jetzt nicht irgendwie so abgeschossen habt wie so eine Taube, als ich euch keine GTA-Videos mehr bringen konnte. Anstetten, oder wie heißt das Wort? Auf jeden Fall habe ich ja Dinge gezeigt euch, Real-Life-Videos, und dass die so gut ankommen, hätte ich natürlich nicht gedacht. So. So, aber jetzt mit meiner billigen Kamera da rumzulaufen, da fühle ich mich eigentlich gar nicht so wohl, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Kommentar geschrieben, so, ja, Let's Plays, so Real-Life-Videos mit der Kamera so rumlaufen, das ist nicht so mein Ding. Aber ich habe mir gedacht, wenn man sich so eine Kamera kauft für den PC, so eine kleine USB-Kamera, 8 Megapixel oder so, dann sieht das doch ganz anders aus. Dann wackelt das nicht so und da kann ich euch so ein bisschen was Sachen erzählen. So, da kann ich auch regelmäßig Real-Life-Videos hochladen, da zeige ich euch mal vielleicht einen 5 Kilogramm schweren Goldbarren. Ihr habt richtig gehört, 5 Kilogramm schweren Goldbarren. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf etwas gefasst machen, was ich noch alles vorhabe. Ich werde über Whisky reden. Ich zeige euch mal einen Single Malt Whisky. Ich zeige euch mal einen Johnny Walker Red Label, einen Platin Label, einen Black Label und einen Green Label. Erzählen wir mal ein bisschen, wo Whisky eigentlich herkommt, wo das alles entsteht. Ne? Whisky, Irland, Schottland und so weiter. Sherryfässer, ich habe es auch mal in meinem Video ein bisschen erwähnt. Und dann reden wir einfach mal richtig drauf los. Und ihr müsst einfach nur drauf chillen und dann geht's eigentlich schon los. Also ich freue mich da schon richtig drauf. Also ihr könnt euch auch wirklich auf etwas gefasst sein. Es wird nicht nur GTA 5 kommen, sondern auch was anderes. Real-Life-Videos, wo ich eben einfach mal was kaufe. Alkohol. Alk. So, freue ich mich schon richtig drauf. Ja. Wow, ich bin überrascht, dass meine Alltage in GTA 5 so gut ankommt. Also ich verstehe das nicht. Ja. Ich habe ja weder eine Facecam, noch habe ich irgendwelche Intros oder solche Sachen, wie man ja braucht oder die ja viele YouTuber haben. Habe ich ja alles gar nicht. Aber trotzdem haltet ihr mir irgendwie so die Treue und das finde ich einfach klasse. Klasse. Einfach nur klasse. So. Ja, in meinem Alltag in GTA 5 rede ich ja über coole Dinge. Und ich habe einen YouTuber gefunden, auf den es sich wirklich lohnt, mal reinzuschauen. Der ist aber ein bisschen älter. Das ist natürlich jetzt aber nicht problematisch, weil, ja, weil, was der macht, ist ja richtig cool. Der heißt Horst Lüning. Horst Lüning sagt jetzt ein, könnte jetzt der Opa sein, oder? Der Opa vielleicht von, einem meiner Abonnenten. Horst Lüning, er ist ja auch so ungefähr 60, 65. Und ich finde den YouTuber geil, weil er einfach so ein bisschen redet. Ja, hallo? Willkommen bei Whisky Store. Heute reden wir mal über einen Black Label. Paar Jahre gereift. Oder jetzt probieren wir mal einen 40 Jahre alten Whisky. Ah, lecker. Geiler Typ. Ganz geiler Typ. Also YouTube ist wirklich voll von Talenten. Und ja. Ich wollte ja noch einen in meine Subbox packen. Und so war den Lars. Damals hieß er noch Lars Goldfisch. Lars, ich pack dich noch in meine Subbox. Nur ich hab's versucht, dich reinzupacken, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich glaube, ich brauche deine Kanal-URL. Lieber Lars, wenn du das siehst oder Freunde von Lars, sagt ihm Bescheid, dass er dieses Video angucken soll, damit ich ihn einpacken kann. Ich brauche seine Kanal-URL. Das steht da zumindest. So. Boah. Benzinpreis ist ja auch sehr hoch zurzeit, also sehr, sehr hoch. Wenn ich jetzt mal auf die Zapfsäule gucke, für 1 Liter Diesel 1,39 €, 1,43 €, 1,48 € bei der anderen Tankstelle. Die Preise sind ja unterschiedlich, ja? Ist aber wirklich krass. So, jetzt bin ich ein bisschen aufgedreht heute. Klar, wieder ein Alltag in GTA 5. Hoffentlich klappt das alles. Hoffentlich kann ich auch alles hochladen. Hoffentlich ist auch Ton auch drin.
und so weiter. Ja. So. Genau. So, jetzt will der Mann mich töten. Jetzt kann er aber mal hier die Faust Gottes bekommen. Ja. Klitschko. Ja. Oh, Klitschko. Ich wollte auch noch ein bisschen drüber reden. Ich habe gestern eine Dokumentation angeguckt von Klitschko. Was für ein toller Mann, oder? Was für ein toller Mann. Er setzt sich für die Ukraine ein. Und ich glaube, er wird auch noch für den Friedensnobelpreis nominiert werden. Nicht dieses Jahr und nicht nächstes Jahr, aber irgendwann mal, denke ich mal, wird irgendwie das Komitee beschließen, hey, Klitschko hat es verdient, den Nobelpreis zu bekommen und nicht Obama. Weil Obama, das ist ja ein Mensch, das ist ein Terrorist. Ich weiß, ich habe jetzt nichts gegen den Obama selbst, aber die ganzen Amerikaner sind Terroristen. WikiLeaks, diese ganzen Leute, die im Krieg getötet wurden. Amerika ist einfach eine Militärmacht und dort passiert einfach sehr, sehr viel Schreckliches. Also, wenn ihr das wüsstet, oh je. Obama ist für mich ein Verbrecher. So, die Frau haut auch schon ab. Ja, das war's eigentlich schon. Ich lade das jetzt auch gleich hoch auf YouTube, damit ihr das gleich angucken könnt. Und bedanke mich nochmal für eure geile Sache und vielleicht sehen wir uns dann mit so einem Art Facecam-Video, also mit einem Real-Life-Stunt-Mapcam-Video, wo ich einfach Sachen erzähle. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wollt ihr, dass ich Whisky erkläre? Wollt ihr, dass ich Wein erkläre oder Bier? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall machen. Haut rein. Ciao.